these are the champions. 5 of 6. Es ist ein fantastischer Erfolg für die TU Dresden, für die Spitzenwissenschaft, die hier betrieben wird, von tollen Menschen, die wir hier zusammengebracht haben und vor allem von unserem Collaborative Spirit, der dafür geführt hat, dass wir hochinterdisziplinäre Cluster an die Spitze in Deutschland führen konnten. Und innerhalb der technischen Universitäten sind wir mit den eigenverantworteten Clustern die Nummer 1. Das ist ein wahnsinniger Erfolg für die Technische Universität Dresden. Der weitere Höhepunkt einer tollen Entwicklung. 2006 hatten wir ein Cluster, in der nächsten Runde 2 Cluster, in der nächsten Runde 3 und dieses Mal 5. Excellence Cluster, die jetzt ausgewählt worden sind, passen exakt in die Excellence Areas, die wir ausgesucht haben und die, auf die wir uns fokussiert haben. Und wir freuen uns mit diesen Excellence Clustern, die genau die Probleme unserer Zeit bearbeiten werden, in die neue Phase der Exzellenzuniversität zu gehen. Wir werden uns jetzt sortieren. Also wir müssen Prioritäten setzen, mit was wir anfangen, damit auch Impact unserer Forschung maximal ist. Das große Ziel, das Bauwesen ressourceneffizient und klimaneutral zu gestalten. Materialien müssen ohne CO2-Ausstoß herzustellen sein. Wir wollen schlanke, ressourceneffiziente Bauweise und auch Automatisierung und Digitalisierung von Herstellungsverfahren. It's been a tough year and a half actually doing the renewal, preparing the renewal. For me especially, but for the rest of the team, so it feels really good at this moment. We've prepared a lot for this, so we want to understand what is that that brings MARA to life and makes it different from all the other MARA that we know. This goes back over 100 years, 150 years that people have tried to understand that, and we don't know it yet. So we want to answer this long-standing question. Wir machen weiterhin schicke Quantenmaterialien. Das ist, glaube ich, unser Hauptziel. Daran hat sich gegenüber der ersten Förderperiode nichts geändert. Wir werden zunächst uns kümmern um die Umbenennung. Unser Exzellenzcluster wird ja von CT-QMAT nach CTD-QMAT umbenannt. D für Dynamik. Das ist uns wichtig. Das bedeutet auch eine Ergänzung und Erweiterung unseres Forschungsspektrums. Die Idee ist natürlich, weiter in Richtung Anwendung zu gehen. Wir hatten schon eine erfolgreiche erste Phase im Sinne von etlichen Patenten, die rausgekommen sind. Und das soll noch mehr werden. We are all relieved after such a long phase, and we got it already in the first phase, and the second phase is even more difficult. And for the second phase, we have already great new ideas, new adventures. We will continue what we did in the first one, skill transfer from humans to robotics. In the first phase, we focused only on a single human being and a single robot. Now we have multiple humans, multiple robots, and there the skill transfer is even more challenging. The next step is, of course, first to celebrate with the entire team of PIs, because it's been a lot of hard work to put it all together. But then we will establish the first steps, which is recruiting the new generation of scientists, which are going to join us in our journey in making responsible electronics possible. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, den Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, den PIs, bei der Administration, der Vizerektorin Forschung mit ihrem Team im Dezernat 5 Forschung. Eine fantastische gemeinsame Leistung. Herzlichen Dank an alle. Und jetzt geht es mit voller Kraft in die Begehung im Mitte November. 1. August geben wir unseren Exzellenzuniversitätsbericht ab. Wir bleiben exzellent.